Ja, hier ist nichts. Ich muss da nochmal, muss ich nochmal offline gucken, ob man da ne vielleicht irgendwas finden. Oder vielleicht wisst ihr irgendwas. Hier, einfach einen Knopf drücken, sortiert. Das wäre geil. Das wäre richtig, richtig nice. Nun gut, nichtsdestotrotz, wir haben hier schon. Warum werden die nie gebaut? Achso. Deswegen. So, drei brauchen wir noch. Erd. Bearbeitung. Eins, so, drei. So. Ja, fehlt Zahn. Ach, Eisen. Ja, da fehlt Stahlzahnrad. Ach Gott, ich bin auch manchmal doof. Ja. Manuell Inventory Sorting by the. Make some tweaks to the way inventory sorting works. You can sort your inventory on demand or toggle auto sort. It's also possible to sort chests, cars and cargo wagons. Ah, ja, das ist perfekt. Dann versuchen wir das mal. Das ist doch, was wir suchen. So, Mods. Installieren. Der heißt Sorting. Manuell Inventory Sorting. Versuchen wir es mal. Installiert. Bestätigen. Ja, das startet jetzt mal ganz kurz neu. Ich hoffe, das funktioniert. Das wäre fantastisch. Weil dann kann ich echt die ganzen Fabriken und so in eine Fabrik in einen Behälter reinschmeißen, einfach sortieren drücken und wenn ich es dann suche, finde ich es auch. Wäre schon ganz nice. Mal sehen, ob noch alles funktioniert, ne? Oder einen Sklaven. Ja. Muss ich Multiplayer machen und einen Kleinen holen, dass der immer meine Taschenfabrik sortiert. Mein Taschenlagerhaus. Immer wenn ich es brauche, muss es top sein. Das wäre schon nice. Überprüfe Grafiken. Komm, das sind noch dieselben wie von uns auch. Da wird nicht so viel dazugekommen sein. Durch den einen Mod. Sollte nicht ein großes eigenes Inventar nicht auch ausreichen, anstatt ein ganzes Lager mitzuschleppen? Und das Ende vom Lied. Büro findet nix. Ja, das wird jetzt interessant, ne? Also an sollte das der Spaß ja sein. Können wir mal gucken. Mods, manuell. Wo ist M? Hier ist manuell. Ist an. Gut. Na dann, laden und gucken, ob alles kaputt ist. Das Ende der PC raucht, wie in 7 Days to Die. So. Und wie sortiert man? Och. Ach nee, ich wollte gerade sagen, ist doch schon sortiert. Aber nee, hier ist nichts sortiert. Das in. Kann der normale Kisten sortieren? Hier, zeige mich mal. Guck mal in den Controls nach, mache ich gleich. Also hier ist jetzt erstmal noch nichts. Okay. Dann gucken wir mal. Mod-Einstellungen, Grundeinstellungen, M wie Manuel, Bob, 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 alles Bob, Mini-Loader, hier ist schon mal nichts, Brokate, Bottleneck, Cargo Ships, Crafting, LTN, nochmal LTN, LTN, Mini, Mano, da ist nichts, pro Spieler, Manuel Inventory Sorting. Sorting-Buttons hätte ich gerne. Nee, Sorting, ja. Sort Inventory, wenn opened. Nee, ich hätte gerne bloß die Buttons.
Das würde mir vollkommen reichen. Hier ist jetzt noch kein Button. Ich sitze hier an der Kiste irgendwo ein Button dran. Aha, Sword Chest. Ja, cool. Cool. Okay, das versuchen wir doch mal. Das und Search Filter. War da jetzt, habe ich den jetzt übersehen, Search Filter? Warte mal, Mod-Einstellung. Ach so, das ist ein extra Mod. Oder wie? A hot key to sort current open chest. Car or wagon. Default is. Steuerung Q. Da kann man ja unsere Q mal wieder üben. Hey, probieren wir mal. Komm, Steuerung Q. Ja, geil. Sauber. Gut. Perfekt. Dann kann das hier weg. Warte mal. Das brauche ich dann nämlich nicht. Das. Ach, ist eh nicht offen. Ah, das ist bloß offen. Ja, das ist ja cool. Warte mal. Packe das mal. Kann ich nicht schieben. Schade. Egal, macht er nichts. Hier. Drück die Q. Geil-O-Matic. Oh, das ist ja ein Traum. Oh, so schön. Ich werd wahnsinnig. Wahnsinnig. Hübsch. Einfach nur hübsch. Das ist echt cool. Das gefällt mir gerade ganz gut, ne? Wenn es nicht da ist, ist egal. Ja, es ist leider nicht, oder? Habe ich es jetzt übersehen? Nee, Autosort ist halt klar. Sort just when opened. Das wäre nochmal eine Maßnahme, oder? Aber ich weiß nicht, ob das nee, irgendwelche Fehler verursacht. Deswegen, all Hotkeys are customizable in the game setting. Shift Q ist gleich Sort in Inventory. Shift Q ist gleich Sort Open Chest. Ach so, Shift Q. Und Shift Y Toggle Autosort. Puh, hat die Q wieder lieb. Ja, jetzt hat er die Q wieder lieb. Genial. So, hier ein besseres Rezept. Wir brauchen Zinn. Danke. So. Und das Ganze macht sich dann jetzt hier nach oben. Geht wieder zurück. Ups. Denn wir machen da jetzt noch. Ups. Wir müssen das ja weiterverarbeiten. Zu Pellets. Wo war denn das überhaupt, das Zeug? Das war hier, ne? Ja, genau, hier sind die Pellets. Das hier war Erzverarbeitung. Und das ist die Pelletpresse. Ja, schmeiß erst mal eine hin. Wir gucken mal, wie schnell die ist. Und wie groß vor allen Dingen. Och, die ist ja süß. Okay, gut. Also, der Größe her, kein Problem. Wie schnell bist denn du? Hier. Wie schnell? Warte mal. Bauplan. 2 Sekunden Herstellungsdauer bei einer Produktionsgeschwindigkeit von 1. Also es braucht wirklich 2 Sekunden. Und ihr hier? Herstellrate ist 1,5 und ihr macht 2 in 2 Sekunden. Und der braucht 4 in 2 Sekunden. Das heißt, ich brauche ungefähr 2 Drittel von denen. Das hier sind 8, da werden hier 6 reichen. 6 solche Pressen sollten eigentlich genug sein. Okay, gucken wir mal. Dann einfach nochmal 5 solche Pressen hinterher. Das ist die Frage. Ah, schön. Pyro und Q, vielleicht lernt es jetzt endlich mal, das zu benutzen. Naja, klar. Hier die Nachrichten hier schalte ich mal ab. Die gehen mir auf den Sack. Die brauche ich nämlich nicht wirklich hier. LTN. Errors and Warnings.
Gar nicht. Ich guck dann selber nach. Ich meine, der blinkt ja hier oben, wenn irgendwas Wichtiges ist. Da brauchen wir hier aber keine Nachrichten zu schreiben, weil das geht mir bloß auf dem Schnürsenkel. So, Pelletpresse. Oh, fein, fein, fein. So, haben wir denn noch? Greifer. 10 Stück. Wow. Wow. Einfach wow. Ja komm, ich baue die Bäden jetzt gerade mal. Dann muss ich mal in meinen Inventar gucken. So. Das ziehe ich hier wieder raus. Ja, ich brauche ein neues Band. Komm. Mal schnell ein neues Band holen hier. Band verkürzen. Okay. Hallo. Bin wieder da. Ja, willkommen zurück, Mr. Flow. Wir haben uns einen neuen Mod geholt. Kann jetzt Inventare sortieren. Hier. Sort Player Chest. Hier die Chest. Kann ich jetzt sortieren. Passiert hier nichts. Ist ja schon sortiert. Aber. Das haben wir uns jetzt gerade mal geholt. Damit hier mein Taschenlagerhaus noch besser ist. Du kannst auch das andere Lagerhaus in das hier setzen. Du weißt, dass man die Greifer auch effektiver verziehen kann. Dann sind die schneller. Ach so, ja, das weiß ich. Zum Beispiel, wenn die, ja, ja, das ist mir bekannt. Zum Beispiel sind die relativ flott, wenn die bloß statt von hier nach hier machen. Da sind die relativ schnell. Aber jetzt auch nicht so wichtig. So, und hier der zweite raus. Huch. Oh, das war die falsche. Nein, geh weg. So, ja, hier kommt er raus. Das sind die Pellets. Sieht hier noch überhaupt irgendwas? Ja, gelegentlich. Also wir müssen auf jeden Fall hier mit drauf. Das Problem ist, ich schmeiße ja jetzt hier Pellets drauf. Wobei, weiß ich noch nicht, ob das ein Problem ist. Das werden wir gleich mal feststellen. Auf jeden Fall brauche ich Kohlenstoff, oder? Das heißt, ich muss erstmal jetzt an Kohlenstoff dann rankommen. Wobei, ich dachte, Kohlenstoff ist eigentlich kein Problem, ne? Ich habe nebenbei ein paar LPs von anderen. Da frage ich mich, ob die das Spiel überhaupt kennen. Spielen seit 0.15, aber von vielen keinen Plan und nur am Jammern. Momentan aber gut, dass du es weißt. Achso, ja. Das ist aber schade, dass die doof sind. Okay, wir ändern jetzt hier den Bauplan auf Pellet. Pellet, dann brauchen wir zweimal Kohlenstoff dazu, plus Fuel, den wahrscheinlich auch Kohlenstoff sein wird. Ich muss jetzt nochmal nachgucken, wie sich denn der Kohlenstoff herstellen ließ. Das weiß ich nämlich leider nicht mehr. Auf jeden Fall aus Koks, aber ja, Kohlenstoff hätte ich gerne hergestellt. Wir haben mehrere Möglichkeiten. Okay, das ist keine Möglichkeit. Dampf und Koks. Also relativ einfach. Dampf und Kork. Mindfly, meinst du das Vanilla Factory oder die Mods? Stimmt, das würde mich auch interessieren. Die meisten spielen eh nur bis zu den hellblauen Flaschen. Echt? Warum? Danach geht's doch erst richtig los. Oder meint ihr bei den Mod-LPs? Das ist die Frage, ne? Alter, wie viele Frames sind hier durch Renderverzögerung übersprungen worden? Das ist aber nicht cool. Ich hoffe, da passiert jetzt nicht noch mehr. Ansonsten muss ich hier mal die Einstellung nochmal runterstellen. Na gut, wir beobachten das mal ganz vorsichtig. Oder Windows hat wieder irgendwas im Hintergrund gemacht. Also ich brauche Dampf. Dampf ist relativ einfach, wenn wir irgendwo Wasser herkriegen. Ich glaube, hier ist Wasser drin, ja. Okay, kommt man das Wasser irgendwie ran? Ja, wenn wir den hier verkürzen. Dann können wir den hier auch verkürzen.
Hier kann man jetzt ein gerades Rohr einbauen und dann haben wir jetzt hier Wasser. Was ist denn hier überhaupt los? Hier wurde Schlacke hergestellt. Die Schlacke wurde hier reingeschmissen. Hä? Passiert hier überhaupt noch irgendwas? Wofür ist denn das? Geht hier in den Tank rein, der voll ist. Hä? Warum, was tue ich hier überhaupt? Klar, das braucht man. Klar, die Schlacke da ist doof. Da oben ist eh Schlacke, warum führe ich das nicht richtig ab? Nehme ich hier lang. Und dann mit hier drauf. Das wäre doch easier. Easier. Komm. So, dann ist die Schlacke nämlich weg. Das heißt, der hier kann durcharbeiten. Und ich kann jetzt hier mal Folgendes tun. Da müsste eine Gasfackel hin. Gasfackel. Gas, 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 Gas. Da, Gasfackel. Und ein Überlaufventil. Das garantiert wieder nie gefunden wird. Also suchen wir nur nach Ventil. Genau, hier. Überlaufventil. So, hier der Überlauf. Im Fall der Fälle. Und dann rein in die Gasfackel und. Mist, das passt, ne? Das kann ja jetzt nicht wahr sein. Aber vielleicht geht das. Spieler. Ja, das geht. Strom. Fertig erledigt. So, jetzt funktioniert es hier wieder. Blei wird jetzt wieder verarbeitet. Es ist noch kein Problem entstanden dadurch, aber naja, gut. Spielen mit Mods, aber wussten nicht, dass man eine Pumpe verkabeln kann. Und jammert, dass man so zum Beispiel eine Chemiefabrik nicht steuern kann. Oder hat irgendwelche Zusatzmods, die immer wieder zicken. Aber die entfernen geht ja nicht. Das ist natürlich doof. Das stimmt. Du kannst dir auch den. Ah, stimmt, den Helm-Mod installieren. Der Helm-Mod hilft dir, Fabriken effizienter zu bauen, indem er dir zeigt, wie viel du im Output hast und wie viel du dafür brauchst. Und vor allem, wie viele Maschinen du brauchst. Und es noch keine Fackel zu dem Zeitpunkt gab. Ach so. Ja, ich weiß noch nicht mit dem Helm-Mod, weil tatsächlich ich das mag, mir diese. Das nicht zu wissen, wie viele Maschinen ich brauche und dann irgendwas auszuprobieren, also sich was auszudenken, das auszuprobieren und dann zu sehen, dass es vorne und hinten nicht klappt und das dann wieder zu fixen, ist tatsächlich ein Teil von dem, was mir Spaß macht. Deswegen, das dann rauszunehmen, ist vielleicht dann nicht so cool, weißt du? Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich den Mod nicht gut finde. Der Mod ist wahrscheinlich cool, aber ich glaube nicht, dass er für mich cool ist. So, wir müssen jetzt mit dem Glas. Mit dem Glas. Sicherlich. Warte mal. Jetzt habe ich das hier alles so gebaut, dass ich keinen Platz mehr habe, ne? Wir können aber mal ein bisschen Platz hier generieren. Indem wir so schon mal machen. Und so machen. So, jetzt ist die Frage: Wie, wann, wo? Der hier kann ja woanders stehen. Nämlich hier zum Beispiel, dann muss der halt hier drüben stehen, das geht aber auch. Er geht hier hoch. Und er geht hier lang. Und dann geht er hier hoch. So, dann haben wir da unser Wasser. Wasser ist am Start. So, bop, bop. Oh nee. Oh nee, oh nee, so nicht. So doch nicht. Weil hier der Ausgang ist. Ärgerlich. Warte mal. Dann können wir aber so hier machen. Brauchen wir hier bloß noch einen, der hier extra um die Ecke macht. Sich blub. Der kommt hier unten hin. Dann ist das Wasser hier. Soweit, so gut. Okay, wofür brauchen wir das Wasser? Wir brauchen Dampf. Also machen wir jetzt gleich mal hier so einen Dampfkessel hin. Heizkessel heißen die Dinger. Die Dampfkessel. Der guckt auch gleich in die richtige Richtung. Das finde ich schon mal hervorragend. Wir können die Kohle, die hier ist, einfach da reinschmeißen. Gleich, warte mal. Sobald wir uns ein paar Greifarme geholt haben. Denn da haben wir keine mehr. Hier sind so ein paar. Ja, hier nehmen wir mit. Großzügig mitnehmen.
Helmut ist einfach zu verstehen. Ja, das glaube ich. Factory Planner ist angenehmer. Nicht so umfassend, aber leichter zu verstehen. Hast einen Greifer jetzt dem Strom weggenommen? Muss ich nochmal gucken. Einem Greifer habe ich den Strom weggenommen. Wo waren wir denn hier? Ja, tatsächlich. Oh, der Arme. Der Arme. Was macht er nur? Wir können den... Dann rechts da unten, ne? Okay. Gut. Es geht einfach, ne? Naja, ich wollte da sparsam sein, aber es geht nicht. Okay, hier jetzt. Mach mich fertig, du. Kann mal das Ding weiter oben hinstellen. Überlege ich mir gerade. Das ist alles eng hier, aber ich denke, wir kriegen das hin. Wenn wir den jetzt so weit oben hinstellen, wie geht. So. War jetzt so gut. Der braucht immer noch Treibstoff, aber macht nichts. Jetzt brauchen wir einen Crusher. Oh Gott, wir brauchen ziemlich viel. So, eigentlich wäre das cool, das schon hier unten herzustellen. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Das ist doch alles nicht wahr. Das ist ja alles nicht wahr. Da ist schon das Zeug, was ich brauche. Ich muss es bloß abzwicken und hier hochschicken. Och, Männer. Also, es ist ja gut, dass es so ist. So doof. Warte mal, der muss ins weiter runter. Hier hin. Dann kann ich hier tunneln. Keine Ahnung, was hier überhaupt lang fließt. Ach so, Nickel. Das glaube ich. So, er hier lang, er dahin. So, er düst jetzt hier hoch. Hier kommt er weg. Der kommt überhaupt weg, weil das ja nichts mehr bringt. Er macht hier aber einfach weiter geradeaus. Er macht sich jetzt hier durch. Kommt daran. Und fertig ist. Genau, stopft das Zeug da schon rein. Hau ruck. Sobald die Pellets kommen, geht's los. Okay, nice, wir haben's. Jetzt ist Strom weggenommen. Pyro, kannst du vielleicht erklären, wie die Schaltung von LTN heißt? Ja, klar. Kann ich machen. Mach mal auch mal ganz grob. LTN funktioniert wie das Logistiksystem von den Robotern auch. Das heißt, du hast Anfragebahnhöfe und Nachfragebahnhöfe, grob gesagt. Plus ein Depot. Depot sind die Dinger hier. Da warten die Züge einfach, wenn sie keine Aufgabe haben. Und dort kriegen sie ihre Aufgaben, sobald frei wird. Das ist quasi wie der Robohangar bei den LTN, bei den normalen Teilen. Eingestellt wird das Ganze über die Kombinatoren hier. Hast du hier? Das ist erstmal ein besonderer Bahnhof. Wie der heißt, ist egal. Wichtig ist bloß, dass alle Depots gleich heißen. Dann hast du hier den LTN-Bahnhof. Der hat drei verschiedene Sachen. Der hat sich selbst quasi. Das Bahnhofsteil. Die Lampe hier. Und den Kombinator. Die Lampe ist für Eingaben. Für Befehle und so Zeug. Und der Kombinator ist für Ausgaben. Siehst du jetzt hier, der gibt hier Zeug aus. Was da für ein Zug da ist und was der Zug geladen hat, was der Zug braucht und so, das kannst du alles da auslesen. Und über die LTN-Kombinatoren stellst du halt ein, was das für ein Bahnhof sein soll. Hier in dem Fall ist es bloß Depot und sonst nichts. Das machst du jetzt erstmal, das brauchst du halt erstmal da, wo die Züge parken, quasi. Dann brauchst du Requester. Nee, nicht Requester, sondern Provider, also anfordern, nachfragen, ist falsch, ne? Bereitstellung, ne? Hier die, der hier ist ein Bahnhof, der bereitstellt. Die Schaltung hier ist ein bisschen komplizierter, ist jetzt aber erstmal für den Anfang nicht wichtig. Was du wissen musst, ist, für Nachfrage ist, stellst du halt hier Provider ein.
dann sagst du Mindestmenge für Angebot. Das heißt, wenn weniger als das im Bahnhof drin ist, wird es nie angeboten. Das ist, damit die Züge nie immer losfahren, um 3 Erz abzuholen. Kannst du halt einstellen, hier 32.000, also quasi ein voller Zug. Wenn du das nicht mit Menge machen willst, kannst du das auch mit Stapeln machen. Da gibt hier verschiedenes anderes Zeug und da gibt es hier Minimumstapel für Angebot. Da kannst du einstellen, wie viele Stapel vorhanden sein sollen. Das ist besser, wenn du unterschiedliche Mengen hast. Also unterschiedliche Stapelmengen. Ja. Und dann kriegt der einfach nur von hier drüben. Der ist mit dem Kabel mit denen hier verbunden. Mit den Kisten. Damit er weiß, wie viel gibt. Und das ganze Signal geht dann hier an den Bahnhof. Und dann weiß der Bahnhof, dass er ein Provider ist und bietet das Zeug, Anbieter, genau, und bietet das Zeug an. Das siehst du dann hier oben, Provided Items, da siehst du dann, aha, wurde angeboten. Zum Beispiel Zinn wird nicht angeboten, der ist hier unten. Hier ist zwar Zinn drin, aber es wird nicht angeboten, weil es zu wenig ist. Hier steht auch drin, Minimummenge ist 32.000 und Zinn sind wir bei 6,6, wenn du das addierst, bist du noch nicht bei 32.000. Und dann brauchst du natürlich noch einen Bahnhof, der das Zeug haben will. Und den haben wir hier. Der Requester-Bahnhof. Und das funktioniert genauso, bloß mit einer Besonderheit. Du schaltest erstmal hier die ganzen Dinger auslesen. Dein Lager quasi am Bahnhof. Dann schickst du das hier in den rein, in einen arithmetischen Kombinator, der einfach bloß das Ganze mit 1 multipliziert. Also quasi, der gibt das ganze Signal, wie es hier kommt, gibt dann nochmal an den hier aus. Und hier stellst du jetzt ein Requester. Mindestmenge für Anforderung, auch wieder. Selbes Prinzip, ne? Nicht, dass der Zug mit nur 3 Erzen losfährt, sondern hier, wenn 3000, der ist voller Zug. Und dann stellst du hier unten ein, was du haben willst, im Minusbereich. Denn ein Minussignal, was hier ankommt, ist automatisch nachfragen. Und ja, das Minussignal wird dann quasi addiert mit dem positiven Signal, was hier drin ist. Und sobald da 0 rauskommt, wird nicht mehr nachgefragt. So funktioniert das dann. Das Minussignal, was hier ankommt, ist das, was nachgefragt wird. Das sehen wir dann. Hier zum Beispiel bei Eisen minus 55.000 ist nachgefragt. Hier steht minus 64.000 drin. Das heißt, hier muss noch irgendwo was drin sein. Ist auch, sehen wir hier, da ist Eisen da. Und zwar 2.100 überall, glaube. Genau. 2.100 mal 4 sind 8.000. Wenn wir jetzt 8.000 von 64.000 abziehen, sind wir bei 56.000 und das ist ungefähr, was hier auch angefragt wird. Da ganz unten sind 55.000, was ja ein bisschen mehr sind. Und dann fährt einfach das LTN-System, sucht sich dann einfach einen vorhandenen Zug. Die hast du hier stehen. Siehst du Trains, 2 von 2, also keiner ist gerade unterwegs. Die können 160 Stacks hin und her tragen und 100k Fluid. Da siehst du auch, wie viel Kapazität die haben. So, ja, und das ist eigentlich schon alles, was du zur LTN so grob wissen musst. Was vielleicht noch interessant ist, ist, dass ich hier, das hier sind besondere Bahnhöfe, deswegen ist hier ein bisschen mehr Schaltung dran. Das ist halt, damit ich mehrere Güter gleichzeitig anfordern kann. Das Ding sorgt halt dafür, das liest halt aus, was in den Zug rein soll. Und wenn hier aus Versehen was in den Zug reingeht, was nicht rein soll, dann wird das hier wieder rausgeschmissen. So dass nur das in den Zug reingeht, was reingehen soll. Dafür ist halt die Schaltung hier da. Ne, der liest halt aus, was er was haben soll und was ist. Ach genau, ich glaube, der hier liest aus, was haben soll und der hier liest aus, was ist. Ja, Inhalt des Zugs auslesen, genau. Der hier liest den Ist-Wert vom Zug aus, der hier liest den Soll-Wert vom Zug aus und dann wird da die Differenz gebildet und die wird multipliziert mit mal minus 1. Achso, hier, ja.
Genau.